Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, ich glaube, das Wasser ist frisch, ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut. Mein Name ist Ella, ich bin Historikerin, ich bin seit 2 Jahren Vorsitzende der Freiburger Grünen. Die meisten von euch werden mich noch nicht kennen. Trotzdem möchte ich diese Gelegenheit nicht nutzen, um meine Bewerbung noch einmal wiederzugeben. Ihr habt sie alle vorliegen, die meisten von euch werden sie gelesen haben, aufmerksam. Und wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ich möchte nämlich die Gelegenheit nutzen, um hier über etwas anderes zu sprechen, nämlich über etwas, was mich in der letzten Woche besonders beschäftigt hat. Winfried Kretschmann hat es auch schon angesprochen, Bütikofer hat es aufgegriffen. Es geht um ein Zitat, das letzte Woche auf der BDK gefallen ist, nämlich der Satz: Wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben. Dieser Satz ist schwierig. Und wir haben inzwischen auch gehört, warum. Er ist schwierig, weil Political Correctness inzwischen ein rechter Kampfbegriff geworden ist, der gegen uns verwendet wird, wo es nur geht. Ähnlich wie Gutmensch. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum dieser Satz so schwierig ist. Dieser Satz ist auch schwierig, weil es gar nicht so leicht ist zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, in diesem Satz steckt eine ganz wichtige Erkenntnis und Beobachtung. Nämlich die, dass die Sprache, mit der wir versuchen, den Respekt gegenüber einer wachsenden Vielfalt in unserer Gesellschaft auszudrücken, dass diese Sprache einen unintendierten Nebeneffekt hat, den wir uns bewusst machen müssen. Sie dröselt die Gesellschaft auf in Kleinstgruppen. In Frauen und Männer, in Homosexuelle und Heterosexuelle, in Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund, in bildungsfern und bildungsnah, in arm und reich und seit letztem Wochenende auch noch in superreich. Jede dieser Formeln, und das ist ganz wichtig, liegt eine politische Forderung zugrunde, die in ihrem Kern richtig ist und die wir gerade heute stärker verteidigen müssen als jemals zuvor und wo wir keinerlei Abstriche machen dürfen. Gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, glaube ich, dass wir wieder lernen müssen, darüber zu sprechen, was uns verbindet. Nicht nur uns Grüne, aber das ist auch wichtig, sondern uns als Gesellschaft. Wir müssen wieder darüber sprechen, dass wir alle wollen, dass es unseren Familien in diesem Land gut geht, dass wir alle in Sicherheit, Freiheit und in Wohlstand leben wollen, dass wir alle auf Hilfe hoffen, wenn es uns schlecht geht und dass wir alle hoffen, dass wir solidarisch sind, wenn es anderen schlecht geht. Dass wir eine gerechte Gesellschaft wollen und dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der jeder Einzelne von uns und jede Einzelne die gleichen Rechte hat, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Religion, egal welcher Bildungsgrad, egal welche Herkunft und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Darüber müssen wir sprechen, was uns verbindet, nicht was uns trennt. Und ich glaube, und da bin ich mir sehr sicher, dass wir für diese Forderung in allen demokratischen Parteien Verbündete finden werden. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Verbündete finden. Wir sind auf Mitstreiter angewiesen in allen demokratischen Parteien im nächsten Jahr und auch in den kommenden Jahren. Denn nur so wird es uns gelingen, und da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass wir diese furchtbaren, hasserfüllten Rechtspopulisten und hasserfüllten Agitatoren, mit denen wir es seit Neuestem zu tun haben, wieder dahin verdrängen, wo sie hergehören, kommst wo du sich bitte die FDP zum Ende? Momentan langweilt, nämlich in die außerparlamentarische Opposition. Ein letzter Satz ganz konkret dazu, was ich im Landesparteirat erreichen möchte, und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen in Baden-Württemberg wieder stärker darauf achten, dass wir allen Mitgliedern, egal aus welcher Region sie in Baden-Württemberg kommen, die gleiche Chance bieten, sich in den politischen Meinungsbildungsprozess in diesem Land und in dieser Partei zu beteiligen. Da können wir noch besser werden, da gibt es Luft nach oben und dafür möchte ich mich einsetzen. Vielen Dank.